المؤمن، مش مش إني أضمن المؤمنين. Weder eine Mu'min, noch eine Mu'mina ist das gestattet, wenn Allah und sein Prophet eine Entscheidung getroffen haben, dass sie selber entscheiden. Subhanallah. وَمَا أَتَاكُمْ رُسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Was euch der Prophet gab, dies nimmt. Und was er euch verboten hat, dies unterlässt. Noch ein Punkt. بِرُّوا أَبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَوْلَادُكُمْ. Seid gut zu euren Eltern, werden eure Kinder gut zu euch sein. Und subhanallah, es gibt Berichte, Berichte, zwei Berichte gebe ich euch, die wirklich wahr passiert sind. Vor kurzem erzählt ein Sheikh, ein großer Sheikh, dass er als Jugendlicher einen Mann gesehen hat, der mit einem Baseballschläger, so eine Art Baseballschläger, seinem Vater hinterhergerannt ist. Und mit richtig schlimmen Beschimpfungen. Ja, Kalb, ja. Seinem Vater hinterher. Und der kleine Junge geht zu seinem Vater und sagt, Papa, guck mal, was da draußen los ist. Unser Nachbar läuft seinem Vater mit dem Stock hinterher. Sagt der Sohn, wunder dich nicht. Bei Allah, vor ein paar Jahren ist der Mann, der alte Mann, ist seinem Vater mit dem Stock hinterher gelaufen und mit den gleichen Worten geschimpft. Und dann sagte er, ich erzähle dir noch eine Geschichte, die mein Vater lebendig erlebt hat. Sagte er, eines Tages, sein Vater war auch ein Sheikh, und der wollte seinen Gelehrten besuchen in einer Stadt. Ist dahin gegangen, saßen die zusammen. Plötzlich Schreie auf der Straße. Sagt er, was ist los? Geh raus, gucken. Macht er die Tür auf. Sehen Sie, wie so ein Wasserabfluss, aber von den Toiletten, ist ein Rohr abgebrochen. Ein Geruch, ein Gestank auf der Straße. Die sehen, wie ein junger Mann einen alten Mann mit dem Fuß seinen Kopf drückt auf den Boden. Er möchte, dass sein Gesicht in diesen Dreck reingeht. Und die Menschen, die Jungen, halt ihn zurück, das ist doch dein Vater. Da sagt er, ach, ich habe verstanden, dass es sein Vater ist. Sagte plötzlich, sehe ich, wie der Gelehrte, mein Gelehrter rausgeht, sich hinsetzt vor dem Vater, der auf dem Boden liegt. Und sagte er, das hast du verdient. Denn ich habe gesehen, wie du vor 40 Jahren das Gleiche mit deinem Vater machen wolltest. Sei gut zu deinem Vater. Ein Gelehrter, Allah, der hat mir einen Satz gesagt. Weißt du, was er gesagt hat? Sagte, als ich klein war, küsste ich die Füße meiner Eltern. So hat Allah subhanahu wa ta'ala mir Kinder geschickt, die meine Füße küssen. Subhanallah, so ist das im Leben. Tu Gutes, du wirst das ernten. Tu Gutes, du wirst das ernten. Heute sehen wir, wie Kinder sich gegen ihre Eltern. Der Vater will so und das Kind will so. Und der Vater findet kein Maß und keine Mittel, um das Kind in seine Richtung zu bringen. Deshalb, ich sage, was wir heute brauchen, ist Güte zu den Eltern. Einerseits, auch andererseits müssen wir Allah fürchten. Andererseits müssen wir auch gucken, dass wir unsere Familien zusammenhalten. Und wenn ich über das Problem rede, Wallahi, es gibt Kinder, Mädchen, yani gerade die Frauen erleben das in unserer Gesellschaft am schlimmsten. Die Mädchen, die muslimischen Frauen erleben das am schlimmsten. Der Vater, er ist derjenige. Ja, guck mal, ich will nicht sagen Städte und so, das sind Probleme, die jeden Tag so kommen. Sein Sohn ruft an, sein Sohn ist 33 Jahre alt, möchte jetzt eine Frau heiraten. Sein Vater aber, bei seinen Reisen in seine Heimat, traf mal einen Mann und seinen Nachbar und so, und sagt so, guck mal, die kleinen Kinder, und so, Khalas, wenn die erwachsen sind, verheiraten wir sie zusammen. Und der Mann nimmt Jesus als ein Schwur, als hätte er unterschrieben. Jetzt sind die Leute groß geworden, 33, seine Tochter ist 37 Jahre alt. Der junge Mann ist mit seinem Vater runtergegangen, hat sich die Frau angeschaut, auf gar keinen Fall. Die Tochter hat sich auch diesen Mann angeschaut, hat sie gesagt, auf gar keinen Fall, wo war meine Leiche? Dann sagt der Vater zu mir am Telefon, und natürlich, er dreht und wendet die Beweise, wie er möchte, sagte zu mir, ich habe meiner Tochter gesagt, wenn sie nicht diesen Mann heiratet, verbiete ich ihr bis zu meinem Tod überhaupt zu heiraten. Yani, guck mal, wie gespielt wird mit dieser Religion. Wir reden hier über Islam. Bist du ein Muslim? Bist du ein Mu'min? Dann handel nach dem Islam und such Lösungen für deine Familie. Wir dürfen das nicht zulassen, dass die Familien auseinandergehen. Und ich habe immer erzählt, wenn ich mit Familien, mit jungen Leuten gegangen bin, die konvertiert sind, Wallahi, das waren Männer, ein alter Mann,
sogar mit seinem Kreuz hier, ja? Er sitzt da und er sagt, ich habe für den Islam nichts zu tun, aber ich werde meinen Sohn unterstützen, so gut ich kann. Warum? Ich frage ihn, natürlich, ich will ihm nicht sagen, warum? Ich meine, du hast doch den Islam und ich guck mal, wie ich aussehe und mein Bar. Hast du keine Angst vor mir? Sagt, ich habe nichts mit dem Islam zu tun, aber es ist mein Sohn. Und ich werde alles daran setzen, dass diese Familie zusammenkommt. Aber wir? Nee, über meine Leiche. Und du bist nicht mein Kind und es gibt kein Erbe. Hol den Erbe. Was machst du mit dem Erbe? Geld kommt und geht. Geld kommt und geht. Niemals ist jemand gestorben und hat sein Geld mitgenommen in sein Grab. Und wenn er es mitnehmen würde, es würde ihm nichts nutzen. Subhanallah. Und ich habe, als wir in Oberhausen waren, inshallah beende ich damit. Ich habe gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eine natürliche Liebe mitgegeben. Ja, guck mal, du liebst das Kind schon automatisch. Du brauchst nicht das zu lernen, zu studieren. Du hältst es in deiner Hand. Gestern, mein Sohn hatte über 50 Fieber. Ich habe gar nicht schlafen können. Da hast du Sorgen, du denkst, dass dieses Kind, Wallah, ich habe gesagt, oh Allah, gib mir dieses Fieber. Ich möchte krank werden, nicht er. Das ist eine natürliche Liebe von Allah. Und wie können wir, wenn diese Kinder erwachsen geworden sind und vollkommene Menschen, ich will vollkommen unter, ihr wisst, was ich meine, nicht damit einer, weil der Mensch ist nicht vollkommen, aber ich meine, fertig. Und dann kommst du und stehst du ihnen im Weg. Subhanallah. Vermöge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, diese Familien zu bewahren und zu beschützen. Und ich sage euch, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn du zu einem Mu'min gehören möchtest oder zu den Mu'minin gehören möchtest, dann musst du das Wort Allahs akzeptieren. Und die Sahaba haben es mal gesagt, was haben sie gesagt? Sami'na wa ata'na. Oder nicht? Haben sie nicht gesagt? Oh Allah, wir haben gehört und wir befolgen deinen Rat, deinen Befehl, ja Allah. Subhanahu wa ta'ala. Damit inshallah beendet.